State of Decay Folge 11 und ich darf Martins Scheiß durch die Gegend tragen. Du darfst meine Lorbeeren einheimsen gleich. Die Lorbeeren einsahen. Aber man muss sie erst mit dem fällen und dann zack, ja, auftragen, polieren. Wie Mr. Miyagi sagen würde. Ja, so ein. Mit dem Rucksack ist man ganz schön langsam, den kann man aber offenbar abwerfen. Super. Da. Zum Glück aber nicht weit weg vom Heimatkreis. Wie geht denn eigentlich die Handbremse mit dem Auto? Ich weiß nicht, ich bremse immer normal, es geht eigentlich ganz gut. Bremsen. Shit. Was, shit? Also wie du fährst, meint er. Oh. Im Haus? Why? Was ist da denn los? Warum wird da hin so ein Haussymbol angezeigt? Oder ist das, wo wir das hinbringen sollen, das Zeug hier? Wahrscheinlich. Moralproblem, Angst. Any idea who's behind it? I don't know. Could be the old lady that volunteers at the cat rescue. Or ooh, the Meals on Wheels guy. He's got a van and everything. Or, and this is totally speculation here, it could be the known felons who live just outside of town. Yeah. It might be time I had a little talk with the Wilkersons. Might want to ask Job about it. Mickey's got that temper. I'd hate to think how he'd respond to an accusation like that. So, können wir noch irgendwas ablegen oder sind wir sowieso... Wir haben halt Munition mit, wir haben die Penke damit, alles nicht verkehrt. Das taugt schon. Wir haben aber immer noch nicht viel, oben, wie man sieht, nicht kein Essen, keine Medikamente, nichts. Was war denn jetzt in diesem blöden Rucksack drin? Man weiß es nicht. Könnten wir unsere Karre reparieren, während wir weg sind? Was machen die hier eigentlich? Nein, ich nehme jetzt mal. Wir machen die ganze Arbeit, habe ich das Gefühl. Ich möchte jetzt eigentlich, ja, du möchtest, auf dem Weg dahin mindestens einen kurzen Supply-Stop machen. Wo? Wir müssen jetzt in den Wilkinsons. Kannst du ja irgendwo, kannst ja eigentlich irgendwo in der Stadt, da ist ein Diner. Du siehst, das ist diese Messer und Gabel. Fahr doch da vorbei. Also, ja. Bei so einem Restaurant, da müsste auch bestimmt noch was zu essen geben. Der bremst auch so ganz abrupt, auch ohne Handbremse. Ohne Bodenkontakt. Das auch. Wo ist das Diner jetzt? Geradeaus und dann... Jetzt rechts, oder? Sieht es nur so aus? Vielleicht ist es auch kein Diner, vielleicht ist es nur so, dass man weiß... Das doch, guck an. Doch, hier rechts rein. Ab in den Drive-In. Hi. Auf dem drauf geparkt. Na klar. Moin. Und auf Wiedersehen. Sei gerade so sich die Karre, Alter. Man versteht schon, warum der Grinds die immer nimmt. Hat was. Oh! Hallo! Hallo! Wie es hin und her zieht, wenn man darauf haut. Das haben wir ganz schön hingekriegt. So. Da! Ah! Okay. Kennst du diese sensationelle. Hast du das. Survivors in Trumbull Valley. Marshall Municipal Courthouse is a safe place. We have food, security and shelter. Provided you're willing to obey the law and contribute to society, you're welcome to join us here. Nimm die, aber pack die nicht aus. I'm loaded up. See you back at base. We'll be ready. Genau, das haben wir letzten, haben wir ein paar Mal schon falsch gemacht. Haben wir jetzt irgendwie ausgepackt oder so die Sachen. Anscheinend ist das geil, wenn man das so macht. Aber jetzt haben wir doch komplett den Rucksack auf, können nicht mehr tragen und das müssen wir zurückbringen, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Also wir haben jetzt halt einmal so ein ganzes Paket eingesammelt. My house. Hast du Cell gelesen von Stephen King? Der lebt noch, ne? Und du hast einen Codein gefressen.
Was kenne ich von Stephen King? Cell? Was ist denn das? So, aber nicht das, was mit Jennifer Lopez verfilmt worden ist. Nee, oder? Nee, hat damit überhaupt nichts zu tun. Es wurde noch gar nicht verfilmt. Es gibt doch auch die sensationelle Anfangsszene, die hat eine ganz normale Szene. Das sehe ich auch, glaube ich, die stehen in so einem Diner oder so an. Mhm. Und dann werden halt plötzlich die Leute von einer Sekunde auf die nächste irre. Alle. In der ganzen Straße. Und im Diner. Und die Szene ist halt so gut beschrieben von ihm, dass er da steht in so einer Schlange und plötzlich der einfach. Halten sich irgendwie alle so kurz den Kopf oder irgendwas passiert, man weiß nicht genau was. Und dann fängt der vor ihm einfach an. I'm almost there. Der vor ihm steht, dem davor einfach von hinten so im Hals zu beißen und da so voll den Brocken rauszuziehen. Und überall fangen die Leute an, entweder mit dem Auto irgendwo gegenzufahren, sich selber den Kopf gegen die Wand zu hauen, drehen halt alle komplett durch in dieser Straße. Diese Szene geht so ein, zwei Seiten in dem Buch. Und ist so gut beschrieben. Ist irre. Ja, guck, jetzt haben wir voll Essen. Sauber. Das machen wir jetzt nochmal zu dem. Da waren noch mehr Sachen im Schrank, oder? Haben wir alles eingesammelt? Au! Oder wir fahren zu der, zum Tierarzt. Das war jetzt gerade eben deine Predigt, bloß nicht in Dinern essen zu gehen, weil man da in den Hals gebissen wird. Ich habe mich nur gerade so ein bisschen erinnert an diese Szene, als du in Diner rein bist und dann von hinten ankam und die so in den Hals gebissen hat. Der Anfang von dem Buch ist wirklich sensationell. Können wir mal gucken, super was da... Gut. Meinst du, in dem Diner ist noch ein anderer Schau doch Stand? Mal rein. Das ist noch nicht durchgestrichen, der Diner. Man sieht auch mal ein bisschen so, in welche Richtung die Horde gerade läuft. Ne? Wie so ein Kegel. Ich dachte, da sitzt noch jemand. Parkst den ganzen Parkplatz voll mit deinen Karren. Okay, was ist denn hier passiert? Ich würde mal wieder ein Auto im Zweifelsfall, aber... Ey, dieses Aufschalten ist so komisch. Ja. Der ist aber schon ein bisschen länger hinüber, oder? Der sah nicht mehr so fit aus. So. Kannst auch mal nachladen am besten. Das Schießen ist ganz schön clunky in dem Spiel, ne? Ja, vielleicht verstehe ich es auch nicht ganz. Vielleicht muss man eher wie in Call of Duty so snappen. Also dieses, ja, das mag ich aber eigentlich nicht. Durchziehen und dann das sofort aufgeschaltet wird. Ja, probier es mal, aber. Möglicherweise. Ist gewöhnungsbedürftig. Ja. So, zwei Ressourcen sind anscheinend noch. Guck, eine habe ich schon eingesammelt, da der Messer und Gabel schon einmal angezeigt. War in dem Schrank, dann wurde als erstes Mal war es. Ist da noch was? Truhe ist doch bestimmt was. Ja, guck an. Da kommt doch einer. Gut gehört. Gleich begrüßt. Tschüss. Schauen wir mal. Da ist bestimmt auch einer drin. Nichts. Da im Nebenzimmer ist noch ein kleiner Kreis, was andeutet, dass da was ist. Ja, hier gibt's doch die Leckereien. Brauche ich mal dringend Medikamente. Eine Palette mit Zeug. Vorräten. Bastelkram. Die Kurzzeitwecker. Die Uhr. Das ist ja witzig, so zum Ablenken, hast du gesehen? Kannst halt wecken, stellen auf 3 Sekunden irgendwo hinstellen. Und damit die Zombies anlocken. Das ist eine coole Idee. Die haben ein paar witzige Ideen schon. Ja. Wie, da haben wir nichts gefunden in dem ganzen... Fahr mal, gehen wir da hoch. Aufs Dach. Ja, mal zum Angucken, wie das so ist. Fastfood-Restaurant vollständig durchsucht. Ja, schick. Gut, dass wir das gemacht haben. Hinten ist ein Waffen, wir müssen aufs Dach springen, da, oder was? Au. Okay. Sehr gut. Dann brauche ich noch Medikamente mal. Da drüben, ich gehe mal in das Auto Repair. Was ist das? Noch ein Diner. Da waren wir doch schon mal drin, oder? Ja, wir waren. Welche Zombie-Horde habe ich denn jetzt hier alarmiert? Weißt du noch, wo die Klinik war?
Da hatten wir wahrscheinlich schon alles rausgeholt, oder? Die hier meine ich. Lebensmitteltechnisch waren wir jetzt eigentlich ganz ausgerüstet inzwischen. Rechts und links. Hat so ein bisschen was von Tennis, oder? Also, so ein Tennisballwechsel. Ist eine Pinata vielleicht auch. Achtung! Einer will noch. Der hat jemand gearbeitet, oder? Deswegen ist er so ein bisschen sauer, dass wir einfach so reinspazieren. Ja, weil man hier sich halt einen Tisch geben lassen muss. Da kann man sich einfach hinsetzen. Nanu, es raschelt. Kommt da einer? Nee. Das Rascheln bist du. Nichts. Aber auch hier gibt es wieder... Mein Gott. Mal probieren, wenn wir schneller aufschalten. Auch nicht so gut geklappt, ne? Nee, ich hab's vergessen. Dann probier das mal gleich. Hier gibt's noch irgendwie... Also durchsucht haben wir es auf jeden Fall noch nicht. Hier gibt's noch irgendwie mögliche... Da ist eine Palette. Mhm. Die man nur von der Seite durchsuchen kann. Das ist immer geil, das ist immer so... Alles dabei, oder? So Farbe, dann so Betonklötze, so ein paar Rollen. Ja, guck. Ja, was ist das? Nehme ich jetzt einfach komplett. Rucksack beladen. I'll run this on. We'll see you soon. Dann bring den Shit nach Hause. Das geht, das ging. Wenn es jetzt mal jemals klappt, dann bin ich beeindruckt. Hm. Das sieht zumindest immer richtig aus. Überzeugend aus. Ja. Das heißt, du schaltest nur kurz auf immer und du drückst einfach zweimal L voll durch. Okay. Also einmal, um das Ziel auszuwählen und das zweite Mal, um dann eben auf den Kopf zu switchen. Sah jetzt überzeugend aus, die letzten 3-4 Kills gerade. Wenn das so geht, kann man sich natürlich auch dran gewöhnen. Schreibt irgendwann, in diesem Moment schreibt einer drunter, hey, auf Konsole ist beschiss, weil das ist Aimbot. Und du zierst halt nicht. Versucht Hunting for Compliments für sein, dass er so gut mit der Maus schießen kann. Auch noch, dass ich auch besser Auto fahren kann als ich. PC-Nazi-LP. Ja. Das schöne Auto! Mono! Ich hab extra Lichthupe gemacht. Ja, dann. Das gilt. Kann hier vor Gericht keiner was haben. Ja. I'm almost there. Das ist eine geile Karre. Oh ja. Yeah. Freut sich die Lilly bestimmt auch. Können wir eine Spritztour machen. Immer noch Moralprobleme, Angst. Ist ja wie in meiner Nachbarschaft. Found this while I was out. What you got? Oh, you know, stuff. Gibt's noch eine Gesprächssteigerung, was uns beide angeht? Das Einzige, was mir wirklich richtig fehlt, ist Medikamente, ne? Noch. Ja. Sollen wir mal, jetzt fahren wir mal irgendwie... Ja, mach hier Mission-Kram, oder? Mission Impossible. Mission. Boah. Ja. Ah! Oh, da ist eine Horde. Hallo, ich hab wohl gehupt. Ja. Michi macht sich auf den Weg, ruckel, ruckel, zu den Wilkinsons. Ja, wir lassen dem Spiel mal ein bisschen Zeit, dass es laden kann. Ich glaube auch. So schnell das Spiel braucht eine Pause, wir brauchen eine Pause und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.